da sind wir wieder zurück. Wir suchen ja die... Alter, dafür ist geil. Die entführten Menschen. Wie mehr, bitte? Die entführten Einwohner da von Big Town. Leicht verschlossen. Ups. So. Wegen die was? Ich weiß es nicht. Au! Könnt ihr nur hier fallen legen? Seid ihr dumm? Hauptquartier. Wirklich? Das hat mich überhaupt nicht erschreckt. Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu sterben. Still! Gott, ey. Leb mal 500.000 Stunden. Oh, kann ich reparieren? Das war zu einfach. Ach nee, ist klar. Hallo? Okay, wer will als nächstes? Sie retten mich? Danke. Ich dachte wirklich bereits, wir wären erledigt. Ich glaube, die anderen sind tot. Oder noch was Schlimmeres. Ich bin froh, dass sie noch leben. Ich bin auch froh. Ich habe verdammt Glück, dass sie gekommen sind. Noch jemand da? Alle anderen sind entweder tot oder wurden sonst wohin verschleppt. Nun, mit Ausnahme von Shorty vielleicht. Den haben sie vor kurzem nach unten in die Küche gezerrt. Aber bisher ist niemand aus der Küche zurückgekommen. Und schaut mir nach. Ich würde sie nur aufhalten. Ich warte hier. Wenn sie nicht bald zurück sind, nehme ich die Hintertür. Ich werde in der Stadt gebraucht. Lass mir nach. Warte, runter. Ja, retten wir denn auch noch. Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu sterben. Ich mach mich aus dem Staub. Ja, verpiss dich. Willst mich fressen, was? Hier liegen schon genug Körperteile rum. Warum? Frisst du nicht die? Nicht. Frisch, nicht warm. Schmeckt alt. Ich hoffe, du erstickst schön, dass du an meinen bist, Knochen. Shorty. Was glaubst du, wie froh ich erst bin? Jetzt lass... Gott sei Dank. Wer sind Sie? Egal, spielt jetzt keine Rolle. Wir holen jetzt Red und hauen ab. Sie gehen voran, ich folge. Los geht's. Bewegung! Was jetzt machen wir, dass wir herauskommen? In Ordnung. Auf geht's. Lass mir nach.
Kommen die zwei? Ja. Da geht's raus, ja. Machen wir das jetzt auch erledigt in 6 Minuten. Ja, könnt ihr auch. Wie Fox rennt. Ich renne nicht. Mir geht's nicht so gut. So. Schon besser. Schnell speichern mal. Ja, ein bisschen da unten waren Sklavenhändler und Raider und so. Ich kann noch zurückreißen. Sollte ich alleine da aufbrechen, ey? Ich bin doch nicht den Bimbus. Hallo, sind Sie verletzt? Was? Zähle ich denn überhaupt nicht? Er hat zumindest mich gerettet. Willkommen zurück. Dread. Bin ich froh, wieder sicher zu Hause zu sein. Ich bin froh, dass es Ihnen gut geht und geben Sie mir keine Belohnung. Natürlich, meine Rettung war für Sie ein Job und Sie sind ein echter Profi. Also bitteschön, ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr geben. Es war mir ein Vergnügen. Danke. Ich weiß, dass Sie Ihr Leben schon mal riskiert haben, aber die Mutanten reden von einem weiteren Angriff. Wahrscheinlich sind Sie schon bald hier. Ich kann euch helfen, euch zu verteidigen. Wirklich? Das ist ja großartig. An was hatten Sie denn gedacht? Ich bleibe hier in der Nähe und töte Muttern. Dann soll es Ruhe geben. Wirklich? Das ist ja großartig. Ich werde es gleich allen erzählen. Sie sind wirklich ein Held, wissen Sie? Ich habe Fox, also. Warum? Danke für die Hilfe. Ich hoffe bloß, dass wir den nächsten Angriff auch überleben werden. Aber wahrscheinlich nicht. Dann sterbt doch, ey. Was muss ich jetzt da machen? Warten, bis die angreifen oder wie? Nein, gar nichts. Was hast du zu sagen? Sie sind da draußen. Ich kann es fühlen. Was? Sie? Ich habe Sie bereits willkommen geheißen. Hoppala. Sie sind also ständig bedroht. Letztens gab es eigentlich wissen wir ja schon alles. Hier gibt es nichts. Nicht von. Da muss kurz rausgehen. Ist der feindlich? Seid ihr freundlich? Sklavenhändler. Kümmern Sie sich einfach nur um Ihre eigenen Angelegenheiten. Hey! Das war's! Du bist tot! Achtung. Da drüben! Zugriff! Reicht den Gegner ein Schädel! Okay, wer will als nächstes? Da kommen schon mal die Supermutanten. Ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Fox, da vorne kommen deine Freunde.
Was ist das jetzt? Ich habe irgendwie anders in Erinnerung, dass da noch viel mehr bekommen. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, das war das Glück, weil vorhin die. Bleib mal stehen, bleib doch mal stehen. Okay, die bleiben mal stehen, also ist es wahrscheinlich fertig. Red. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es geschafft. Sie haben uns geholfen, die Mutanten zu besiegen. Wir fühlen uns jetzt sicherer. Vielen Dank. Okay. Aha. Sind wir ja auch fertig. Jupp. Da ist er ja. Ja, das bin ich. Untersuchen wir mal kurz da die Supermutanten. Was da liegen. Den habe ich aber nicht gekillt. Das war wahrscheinlich die Sklavenhändler. Ah, das waren 2 Stück. Diese Gegend macht mir Sorgen. Ja, die haben sich hier bekriegt. Oh, Händlerkuh? Nee, oder? Aqua. Dingsbums. Ich glaube, ich nicht alle nehmen sollen. Wir wollen das. Wo sind denn. Kleidung? Nee. Hilfe. Hab ich jetzt auch mal weg. So, was machen wir denn als nächstes? Ich glaube, wir reisen mal nach. Hallo, Daden. Weltkarte. Nein. Nach Megaton. Getötete Leute 108. Was gibt's? Nichts Neues. Bitte lass mich jetzt in Ruhe. Ich will kein Geschenk mehr. Hoffentlich hat die noch offen. Bitte, bitte, lass sie noch aufhaben. Jawohl. Hast du Geld? Oh, wussten Sie. Ja, bla bla bla. Was? Nein, die hat immer kein Geld. Würde ich verarschen. Tschüss. Oh nee, bitte. Hä? Nein. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute. Dank. Hallo Fox. Kann ich mehr hüpfen? Hab ich Müll da? Hallo? Denn sein? Nichts. Ich will nur einen Akteschrank rein. Das kann rein. Die Tolle kann rein.
Raketewerfer. Das lassen wir alles. So. Ah, kurz schlafen. 13 Stunden. Das ist irgendwo 8:30. Ja, aufstehen. Oh, bitte. Danke. Hier. Sie haben so viel für uns getan. Ich möchte, dass Sie das hier... Wirklich? Nein, ich will nichts. Tschüss. Einmal, ich gebe gleiche Headshot. Nichts kann die Railroad aufhalten. Willkommen in Megaton, der freundlichsten Stadt der... Sie haben gut daran getan, Zimmer das Teil zu geben und zu sagen, dass der Androide tot ist. Dafür werde ich Ihnen ein paar Informationen anvertrauen. Die Umwandlung des Androiden machte ein Mann namens Pinkerton hier in Rivet City. Er versteckt sich in der Längsseite des Schiffs. Sie werden schwimmen müssen, um zu ihm zu kommen. Aber wenn Sie wollen, kann Pinkerton Ihr Gesicht sicher auch rekonstruieren. Ihre Identität wird nicht verborgen. Aber Sie können das Leben in einer neuen Haut erfahren und verstehen, dass wir alle doch nur Menschen sind. Gegen. Was macht die bitte hier? Habe ich die vielleicht weggepackt oder sowas? Und hier steht auch kein Händler. Wollt ihr mich verarschen? Hier bin ich auch mal im Part. Ich werde auch mal versuchen, mal das Alien-DLC da anzuschmeißen. Vielleicht sieht man ja den nächsten Part dort. Oder wir machen einfach mal die Hauptquest weiter. Oder das DLC halt. Bewerten, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.